Hey Leute, Quacko hier. Heute kommt mal wieder ein Avatar Herr der Elemente Video, da das letzte so gut bei euch ankam. Ich möchte mich auch zudem bedanken für 100 Abonnenten und jetzt reden wir nicht mehr so viel, los geht's mit dem Video. Fakt 15, Aangs Eltern. Die meisten Hauptfiguren in Avatar der Herr der Elemente haben Eltern, die wir entweder kennengelernt oder davon gehört haben. Unabhängig davon, ob sie gute oder schlechte Eltern waren, wussten wir immer noch einiges über sie. Bei Aang ist das nicht der Fall. Tatsächlich wissen wir rein gar nichts über Aangs Eltern. Der einzige, der wie ein Erziehungsberechtigter für Aang rüberkommen könnte, wäre Mönch Kyatsu. Fakt 14, Aang und Zuko. Seit fast dem Beginn der Serie sind Aang und Zuko im Kampf miteinander verbunden. Sie fingen an gegeneinander zu kämpfen und arbeiteten dann schließlich doch zusammen. Scheint, als hätten Aang und Zuko sich als Feinde und Freunde getroffen. Aber Aang und Zuko sind tatsächlich mehr miteinander verbunden, als ihr denkt. Technisch gesehen sind Aang und Zuko sogar verwandt. Aangs früheres Avatar-Leben hängt mit Zuko zusammen. Es stellte sich heraus, dass Roku, der vorherige Avatar von Aang, Zukos Urgroßvater an der Seite seiner Mutter war. Umso interessanter ist es, dass Roku mit Zosin, Zukos Urgroßvater, auf der Seite seines Vaters befreundet war. Also glaubt ihr, sie betrachten sich gegenseitig als Groß-Cousins oder Verwandte? Fakt 13, Aang und sein Fanclub. Wenn man bedenkt, wie berühmt Aang wird, insbesondere nach dem Ende des 100-jährigen Krieges, wäre es sinnvoll, dass er bei den Damen beliebt ist. In der Tat hat Aang seinen eigenen Fanclub. Diese Gruppe von Menschen wird in der Comic-Serie nur gezeigt. Und sie helfen tatsächlich, Aang aufzuheitern. Aang hat seinen eigenen Mini-Fanclub auf der Kyoshi Island. Fakt 12. Aang und kein Fleisch. Aang führt die Philosophie und die Kultur der Luftnomaden fort, die glaubten, alles Leben sei heilig. Dies ist ein großer Teil von Aangs Lebensauffassung und er ist fest davon überzeugt, dass Gewalt der letzte Ausweg sein sollte. Als Teil seines Glaubens ist Aang Vegetarier, also isst er kein Fleisch. Fakt 11, Aang und der Wolf. Wir wissen, dass Aang eine besondere Verbindung zur Geisterwelt hat, da er die Brücke zwischen den beiden Welten sein soll. Viele seiner Abenteuer im Anime involvierten ihn mit verschiedenen Geistern. Aber wusstet ihr, dass er einmal von einem Wolfgeist besessen wurde? Nun, besessen ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber eher war er mit einem Wolfgeist verbunden. Dies ist tatsächlich in den Comics passiert, deswegen ist es etwas weniger bekannt und nur die größten Avatar-Fans wissen davon. Fakt 10, Aangs Energiebändigung. Der Höhepunkt von Avatar, der Herr der Elemente, bestand darin, dass Aang eine völlig andere Art des Bändigens, genannt Energiebändigen, erlernte. Er lernt dies von einer uralten Löwenschildkröte und sieht es als eine Möglichkeit, den Feuerlord daran zu hindern, die Welt zu zerstören, ohne ihn tatsächlich töten zu müssen. Was macht also das Energiebändigen, fragt ihr euch? Nun, Aang benutzt es, um Ozais Feuerbändigungskräfte wegzunehmen. Ja, Aang ist somit in der Lage, die Energie in jemanden zu bändigen, sodass er sein Element nicht mehr bändigen kann. Das ist ziemlich OP. Fakt 9, Aangs Kampfstil. Aangs Kampfstil ist meistens defensiv, was dazu führt, dass er den Schwung seines Gegners häufig gegen sie einsetzt. Er neigt doch dazu, viele schnelle, kreisende Bewegungen auszuführen, die leichte Füße erfordern. Es ist ein großartiger Kampfstil, der perfekt für Aangs nicht konfrontative Persönlichkeit ist. Das ist ein komisches Wort. Anyways, dies ermöglicht ihm, effektiv zu sein, ohne viel Schaden oder Schmerz zu verursachen. Fakt 8, Aangs schnelles Erlernen. Wenn ihr darüber nachdenkt, ist diese Show voller junge Bändigungsmeister. Zum Beispiel beherrschte Katara das Wasserbändigen im Alter von 14 Jahren und Toph das Erdbändigen im Alter von 12 Jahren. Sogar Azula wurde schon in jungen Jahren eine Meisterin des Feuer- und des Blitzbändigens. Und alle Hauptfiguren sind jünger als 18 Jahre. Daher ist die Tatsache, dass sie Dinge wie Kämpfen und das strategische Denken haben, ziemlich beeindruckend. Aang machte keine Ausnahme und konnte schon mit 12 Jahren das Luftbändigen perfekt. Fakt 7, Aang und Luke. Wenn man bedenkt, dass Avatar, der Herr der Elemente, eine ziemlich fantasievolle Serie ist, könnte man nicht glauben, dass es Hinweise auf Science Fiction geben würde, obwohl die ursprünglichen Konzepte mehr Science Fiction Elemente beinhalteten. Es gibt jedoch einen Hinweis auf Star Wars in der zweiten Staffel der Avatar-Serie. Es gibt einen Moment, in dem Aang mit dem Guru trainiert und er erkennt, dass seine Freunde in Gefahr sind. Anstatt sein Training zu beenden, geht Aang los, um seinen Freunden trotz der Warnung des Gurus zu helfen. Klingt euch vielleicht bekannt, es ist fast genau das, was Luke Skywalker in das Imperium schlägt zurückgetan hat. Und in beiden Fällen endet es damit, dass der Protagonist ziemlich schwer verletzt ist und sich dann die Guten nach einer Niederlage neu formieren mussten. Das ist ziemlich die Parallele zwischen Avatar und Star Wars. Fakt 6, Aangs Tod. Das Finale der zweiten Staffel von Avatar, Herr der Elemente, war ziemlich intensiv. Aang und Katara kämpften gegen Zuko und Azula. Während dieser Schlacht lernt Aang, den Avatar-Zustand aus freiem Willen zu verlassen und auf ihn zugreifen zu können.
Doch dann passierte es. Azula tötet ihn mit einem Blitzschlag direkt auf den Rücken. Katara schafft es, seinen Körper zu fangen und zu fliehen, aber an diesem Punkt ist Aang schon tot. Nur dank Katara und dem Heilwasser, das sie trug, wurde Aang wiederbelebt. Während die Show nie ganz sagt, dass Aang gestorben wäre, bestätigt Aang es eigentlich schon selbst. Als er aufwacht und sich erinnert, sagt er selbst: Ich bin runtergefallen, oder? Ich war nicht nur verletzt. Fakt 5. Aang und das Blutbändigen. In Avatar, Herr der Elemente, ist das Blutbändigen eine neue Bändigungsart, die von der Wasserbändigerin Hama erfunden wurde. Zu diesem Zeitpunkt konnten nur sie und Katara es unter Vollmond tun. Aber im Laufe der Jahre konnten andere Wasserbändiger dies auch tun und die Kunst wurde verboten. In Anführungsstrichen Kunst, da das eher schon eine hohe Gewalt war. Aber wusstet ihr, dass Aang somit auch Blutbändigen kann? Fakt 4. Aang und Katara. Die zwei haben Geschichte geschrieben. Aang ist der erste Avatar, der eine Ehe eingegangen ist und eine Familie gegründet hat. Fakt 3. Aangs Lieblingsessen. Ja, Leute, sogar Aang hat ein Lieblingsessen. Und dieses Lieblingsessen heißt Eierpuddingkuchen. Klingt vielleicht ein bisschen komisch. Auf jeden Fall ist es ein Dessert, das im Erdkönigreich sehr beliebt ist. Es ist ein gebackener Teig mit Eierpudding. Fakt 2. Aang auf dem Geld. In die Legende von Korra wurde zu Ehren von Aang eine Riesenstatue erbaut. Fong Aang. Und wusstet ihr, dass auf dem Geldschein in die Legende von Korra Aangs Gesicht drauf ist? Bevor es nun zu Platz 1 geht, möchte ich euch bitten, meinen Kanal zu abonnieren und ein Like auf das Video dazulassen. Solche Faktenvideos dauern immer lange zu produzieren. Man muss ja auch erstmal immer die Infos raussuchen und wenn man in der Schule noch ziemlich viel zu tun hat, ist das nicht so geil. Da muss man natürlich auch noch alles in ein Skript zusammenfassen, das Video schneiden, die perfekten Bilder raussuchen und glaub mir, das dauert schon etwas länger. Zudem wundert euch bitte auch nicht, falls mal 5 oder 6 Tage keine Videos kommen. Wie erwähnt, ich habe viel um die Ohren. So, Leute, auf geht's zu Platz 1. Fakt 1. Aangs Stimme. In der Animation kann das Casting eines der schwierigsten Aufgaben sein. Es kann schwierig sein, genau die richtige Stimme für diesen Charakter zu finden. Einige Charaktere können ziemlich schnell herausgefunden werden, wer zum Beispiel die Stimme sprechen soll, während andere mehr Zeit und viel mehr Auditions erfordern. Laut Michael Dante DiMartino war es schwierig, den richtigen Sprecher für Aang als auch für die Legende von Korra zu finden. Sie wollten eine Stimme, die definitiv kindlich war, aber nicht aufdringlich war. Und ein älterer Aang war noch schwerer zu lokalisieren. Aber schließlich haben sie Zack Tyler Eisen dazu gebracht, den jungen Aang und Daniel Bernard Sweeney, den alten Aang, auszusprechen. Und ich denke, beide Synchronsprecher haben einen fantastischen Job gemacht. Ich meine, stellt euch mal einen jungen Aang einfach mit einer anderen Stimme vor oder einen älteren Aang auch mit einer anderen Stimme. Das wäre, glaube ich, ziemlich weird gewesen. So Leute, das war's mit dem Video. Für noch mehr Avatar-Videos, lasst doch bitte ein Like und ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis nächste Woche.